Herzlich willkommen bei Löwenherz. Ja, es sind wieder Portaltage, die Energien sind wieder sehr stark und ich habe mich entschlossen, wieder eine Legung heute für euch zu machen. Und zwar habe ich gefragt, was denkt dein Gegenüber, was fühlt dein Gegenüber, wenn er an dich denkt? Ja, was fühlt und denkt er über dich? Und dafür habe ich fünf Lenormand-Karten als Hauptenergie gezogen. Im Anschluss habe ich gefragt, was für Erkenntnisse hat er, sie? Da fielen einmal drei Tarotkarten heraus. Und dann habe ich noch gefragt, was für eine Handlung wird er denn aus diesen Erkenntnissen ziehen? Was macht er? Zum Schluss habe ich nochmal Amors Botschaften zwei Karten gezogen, was er dir gerne sagen möchte. Okay, lass das ein bisschen auf dich wirken und dann werde ich die Klangschale betätigen und dann werden wir gleich gemeinsam aufdecken. Los geht's. So, ich fange hier mit den Lenormand-Karten an aufzudecken. Da haben wir einmal den Fuchs, einmal das Kreuz, den Brief, die Wolken und den Schlüssel. Ich halte die Karten leider mal in die Kamera. Ich habe das hier ein bisschen geändert. Vielleicht ist es ein bisschen zu weit weg diesmal. Okay, wir fangen hier an. Was denkt, was fühlt er für dich? Oder wenn er an dich denkt, was fühlt er? Der Fuchs und das Kreuz, ich halte sie hoch. Also, ihr seht, die Schwanzspitze zeigt auf das Kreuz. Das bedeutet, dass er seine Verhaltensmuster, seine alten Verhaltensmuster auflöst. Er hat erkannt, dass sein Verhalten falsch war, dass er sie vielleicht auch immer so gelebt hat. Und das Kreuz ist ja das Karma. Also es ist eine sehr, es ist eine Lernaufgabe, eine karmische Lernaufgabe für ihn gewesen, dass er das erkennt. Also das bedeutet jetzt nicht nur, dass er vielleicht sein Verhalten mal so ändert, sondern das ist wirklich ein Verhaltensmuster, was sich da auflöst. Ja, nebenan haben wir den Brief. Das heißt, also es kommt mit Sicherheit eine wichtige Nachricht. Kreuz, Brief heißt es, die Nachricht ist ist sehr wichtig, die du bekommen wirst. Also er erkennt, dass seine Verhaltensmuster, dass er da was dran ändern muss und dass er die auflösen muss. Vielleicht hat er es auch schon getan, dass er diese Muster angeht aufzulösen und das möchte er dir vielleicht auch so mitteilen, dass es ihm klar wird, dass er vielleicht in seinem ganzen Leben das immer so gemacht hat und dass er jetzt erkennt, dass das falsch war und dass er dir das mitteilen möchte. Neben dem Brief, ich zeige diese beiden Karten auch nochmal hoch, sind die Wolken. Die Wolken stehen ja für Sorgen, für Unklarheiten, aber auch für Unsicherheiten. Also es wird so sein, dass er sehr unsicher ist, wie er auf dich zukommt oder wenn er dir was schreibt, dass du auch merkst, dass das sehr unsicher ist, was er dir zu sagen hat. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man erstmal diese Erkenntnis hat oder wenn man in so einem Prozess ist, muss man ja auch erstmal gucken, wie man das dem anderen vermittelt, auch glaubhaft vermittelt, dass man wirklich dabei ist und das erkannt hat, dass das falsch war. Und da wirkt er sehr unsicher, also der ist sehr unsicher und das unterstreicht auch nochmal der Schlüssel, dass dein Gegenüber doch sehr, sehr unsicher ist, wie er sich dir gegenüber
verhalten soll und wie er auf dich zukommen soll. Und das wirst du an dieser Nachricht einfach auch merken. Jo, und dann habe ich als nächstes gefragt mit den drei Tarotkarten, was hat er denn für eine Erkenntnis bekommen? Das mal schicken hier. So. Genau, wir decken die mal auf. Einmal die Hohepriesterin, das ist eine ganz spirituelle Karte, eine Karte der Einsicht, König der Schwerter. Und dann haben wir sechs der Münzen. Ich halte sie mal hoch. Erstmal die Hohepriesterin und König der Schwerter. Da könnt ihr das so sehen. Fokus. Ja, die Hohepriesterin. Das ist eine ganz tolle Karte. Ich halte sie noch mal einzeln hoch. Eine sehr spirituelle Karte. Die Karte spricht von Intuition, Entschuldigung, dass man in sich gegangen ist und in das Gefühl gegangen ist. Und ihr seht hier auch einmal die Seite schwarz und einmal die Seite weiß, die diese Frau umgibt. Das steht ja auch so für Yin und Yang, dass man den Ausgleich, den innerlichen Ausgleich gefunden hat, das männliche und die weiblichen Anteile in die Balance zu bringen, dass man da sehr in sich gegangen ist und dass man wirklich, die Karte spricht auch für tiefe Erkenntnisse. Das würde ja auch Sinn machen, wenn er darüber nachdenkt, dass seine Verhaltensmuster falsch waren. Und dass das halt Muster sind, die aufgelöst werden müssen, dass er da wirklich tief in sich reingegangen ist und diese Erkenntnisse jetzt hat und jetzt ganz intuitiv auch vorgeht, also vom Gefühl her aus. Ja, und dass man auch den richtigen Zeitpunkt intuitiv jetzt abwartet. Also nicht so vorbrischt wie der Ritter zum Beispiel, sondern diesen richtigen Zeitpunkt einfach auch erfüllt, wann er auf dich zukommt. Und dann haben wir einmal den König der Schwerter, das steht ja auch für Luft, für die Gedanken, die Schwerter und auch für ganz klare Gedanken. Und für klare und für rationale Gedanken. Also es ist ihm schon, einerseits ist er ins Gefühl gegangen, in sich, in die Intuition und dann aber auch gedanklich ganz klar ist, was zu tun ist. Also dass man halt, wir haben ja nach den Erkenntnissen gefragt, wie man da vorgeht, ne? Also klar und rational eben auch und dass man da nicht so rumeiert. Die Schwerter, sagte ich ja, das ist, steht halt für die Gedanken auch, aber auch für die Sprache. Also, dass dieser Mensch vielleicht auch ein Talent hat zu sprechen und auch die richtigen Worte findet in dem Moment. Ja, das ist sehr schön. Da ja, die Erkenntnis, die richtigen Worte auch zu finden. Das ist schön, ja, das ist gut. Dann haben wir sechs der Münzen. Steht für Erde, also falls ihr für Sternzeichen nochmal Erde, Stier, Steinbock, Jungfrau, also das ist aber nur so nebenbei, das muss jetzt nicht so sein. Die Erde steht halt für Beständigkeit und also die Münzen fürs langsame, Beständige. Und ihr seht hier auf dieser Karte so einen Mann mit zwei Personen, die vor ihm knien und er gibt diesem Menschen was. Und in einer Hand hat er auch eine Waage. Das heißt, die Erkenntnisse, also dass er auch was in den Ausgleich bringen muss. Ne? Die Waage steht für die Balance. Also es ist Geben und Nehmen, dass das in den Ausgleich gebracht werden muss. Diese Erkenntnis hat er, dass er ja, dir was auch, wenn er nur der Nehmer war und du die gebende Person, dass er das hier in den Ausgleich bringt. Und das kann auch sein, diese Karte steht auch oft dafür, dass er da Unterstützung bekommt von Freunden. Vielleicht hat er ja auch schon mal vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde noch.
oder Bekannte, dass er da mal nachgefragt hat und sich Unterstützung geholt hat. Das kann auch sein, dass er sich hier Unterstützung geholt hat. Auf jeden Fall die Waage, ich zeige es nochmal, weil das finde ich ist so ein ganz wichtiges Detail. Die Waage, die er in der Hand hat, seht ihr das? Ich muss jetzt immer spiegelverkehrt. So, da vorne ist die Waage, da. Genau, das, was in den Ausgleich gebracht werden muss. Diese Erkenntnis hat er bekommen. Schön. So, jetzt habe ich dann noch gefragt, die Handlungsebene, was macht er oder sie denn aus diesen Erkenntnissen? Da wollten auch drei Tarotkarten rausfallen. Die drehen wir jetzt mal um. Oh, klasse, die Sonne. Das sind sechs der Kelche. Und nochmal König der Schwerter. Ja, prima. Also die Sonne, wisst ihr, war wahrscheinlich auch schon die ganz große Arkana-Karte. Also das steht ja wirklich für das Glück. Wir haben nach der Handlung gefragt, dass er da sehr positiv ist, dass er weiß, was er will und dass er wieder in die Leichtigkeit kommen möchte. Und so handelt er auch. Also sehr kraftvoll und ja, auch unbeschwert. Ihr seht ja dieses Kind hier auf der Sonne, das so, ja, ich fange nochmal von vorne an und einfach glücklich. Und das ist auch eine ganz tolle Karte, sechs der Kelche. Dieses sechs der Kelche steht für die Fürsorge, für die Liebe, also dass man jetzt tatsächlich füreinander da ist. Das ist, Kelche stehen ja für die Gefühle auch, dass man füreinander da ist. Und das steht auch dafür, dass eine Person, die man lange nicht in seinem Leben hatte, zurückkommt. Also er möchte zurück in dein Leben kommen, hat da wirklich die Erkenntnisse bekommen, und wird das auch so tun. Und dann haben wir noch einmal König der Schwerter. Ich habe hier zwei Decks genommen. Ist nochmal gefallen. Das ist ja immer so, wenn aus so vielen Karten zweimal die gleiche Karte fällt, dann resoniert das ja auch sehr. Und das spricht nochmal für die Handlung, die hier schon als Erkenntnis gekommen ist, wie man handeln muss. So wird er auch tatsächlich handeln, sondern klar und rational und dass er auch klare Worte findet. Also kein Rumgeeiere, sondern ganz klar sagt, das und das möchte ich. So sehe ich das, diese Erkenntnisse habe ich gewonnen und so möchte ich das jetzt. Und das ist schön, ja. Okay, dann habe ich noch zwei Karten Amors Botschaften gezogen. Da wollte einmal ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, das Schicksal wird sich bald lüften. Entschuldigung, der Schleier wird sich bald lüften. Aber die ist ganz dunkel, ich hoffe, ihr seht das. Ja, das möchte er sie dir sagen. Vielleicht war auch immer was, was du einfach nicht wusstest, was dieser Mensch halt immer mit sich rumgetragen hat. Und das möchte er dir jetzt einfach sagen. Also du wirst was erfahren, was du bisher nicht wusstest. Als zweite Karte, Verspieltheit, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Ja, und da haben wir jetzt auch wieder resoniert mit der Sonne. Also er möchte wieder glückliche Zeiten, wo es euch gut ging und nicht diese Schwere ist. Vielleicht auch durch dieses Nicht-Sagen, dieses Nicht-Wissen, dass dadurch diese Schwere entstanden ist. Und dadurch, dass da jetzt hier einiges preisgegeben wird, dass es auch möglich ist, wieder in so eine schöne Zeit und in so eine Verspieltheit zurückzukommen, wo es alles leichter wird. Das sind doch schöne Botschaften zu den Portaltagen, würde ich noch mal sagen.
Genau, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und der eine oder andere resoniert mit dieser Legung. Wäre wieder schön, wenn ihr mir das kommentiert, wenn ihr mich liked, teilt und abonniert. Würde mich wieder sehr freuen. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, euer Löwenherz.